was wir eigentlich in diesen Abenden uns anschauen werden, ist, was mit Bodhicitta gemeint ist. Also was mit dieser Geisteshaltung des Erwachens gemeint ist, die das Kernstück der Mahayana-Lehren bildet. Und das war ein Wunsch, der mir entgegengebracht wurde, dass ich doch mal diese Unterweisung hier im Zentrum Kayanamita weitergebe. Und dann haben wir nach einem schönen Text gesucht, auf dessen Grundlage man das tun kann. Und haben diesen kleinen Text gewählt, der ein Klassiker in Tibet ist. Also so ein Klassiker, den Kinder früher in der Schule schon auswendig konnten und also wirklich zum Kulturgut gehört der gesamten Bevölkerung. Und eigentlich, wenn ich jetzt erstmal schon die Brücke schlage, geht es bei dem, was wir Bodhicitta nennen, also Geist des Erwachens, geht es um ein Ernstnehmen der Praxis der vier unermesslichen Qualitäten, der vier Brahma-Viharas, Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut im Alltag. Wie sieht das aus? Wie kann ich das in den Alltag hineinbringen? Und wie kann ich das in seiner grenzenlosen Form dann konkret umsetzen? Man kann es so, das wäre die eine Erklärung, die man geben kann, oder man kann diesen Text auch verstehen als eine Do-it-yourself-Anleitung für, wie werde ich ein erfolgreicher Bodhisattva? Und dann werden einem die Ohren lang gezogen, je länger der Text geht, desto länger werden die Ohren, weil man da sehr stark konfrontiert wird mit der großen Herausforderung, diese Geisteshaltung dann auch in schwierigen Situationen, in Konfliktsituationen aufrechtzuerhalten. Die Art, wie ich das jetzt erklären werde, ist viel traditioneller als sonst die Abende, die ich hier gegeben habe. Ich habe ja eigentlich so meistens frei gesprochen, wenn ich mich richtig entsinne. Ich werde auch jetzt frei sprechen, aber ich mache das jetzt so, wie ich von meinen tibetischen Lehrern immer unterrichtet wurde oder fast immer. Es wird ein Text durchgesprochen. Und dieser Text stammt von einem erwachten Meister, einem Meister, von dem man weiß, der hat ein Gewahrsein, das ist völlig weit und hat sich befreien können von allen emotionalen Schleiern und von allen Gewahrseinsschleiern. Und hat dann aus dieser Inspiration heraus einen Text verfasst, beziehungsweise auch vielleicht Bezug genommen auf frühere Texte und die kommentiert. Und solche Texte werden zur Grundlage der Unterweisung im tibetischen Buddhismus genommen. Es ist eine sehr, man könnte sagen, textlastige Tradition. Es ist eine Tradition, die es liebt, immer wieder den Rückbezug auf die kanonische Literatur zu nehmen. Und das wäre so ein kleiner Text dieser Gattung, der uns als Stütze dienen kann. Und ich schätze das ganz besonders, weil indem wir durch den Text gehen, wird wie so ein roter Faden gehalten. Wir sind sicher, dass wenn wir die 37 Verse durchgegangen sind, dass wir das Thema, was ist ein Bodhisattva oder wie praktiziere ich Bodhicitta, wie praktiziere ich den Geist des Erwachsenen, dass wir dieses Thema recht umfassend behandelt haben, dass wir nichts ausgelassen haben. Und vor allen Dingen ist dieser Text jetzt halt auch sehr praxisrelevant. Vielleicht zunächst mal ein paar Worte zum Autor. Wer dieses Buch hier besitzt, hat auch da drin die Biografien der verschiedenen Linienhalter. Und Thokme Sangpo, der Autor, lebte im 13. und 14. Jahrhundert. Das ist auf Seite 292. Für diejenigen, die das Buch dabei haben, findet ihr die Lebensgeschichte. Und ja, sie ist ein wenig länger als das, was ich jetzt vorlesen möchte. Ich werde deswegen ein bisschen sprengen, aber euch trotzdem einen Eindruck geben davon. Thokme Sangpo zeigte schon in jungen Jahren ein außergewöhnliches Mitgefühl. Eines Tages, als er gerade begonnen hatte zu laufen, 2 Jahre so,
ging er nach draußen und kam ein wenig später zur Überraschung seiner Mutter völlig nackt zurück. »Was hast du mit deinen Kleidern gemacht?« fragte sie. »Da war jemand, dem kalt war«, antwortete er. Später als Knabe, wenn er mit den Dorfkindern Feuerholz sammelte, überließ er denen, die keines oder nur wenig fanden, sein eigenes, da er befürchtete, sie könnten sonst von ihren Eltern gescholten werden. Wenn er traurig war, brauchte man ihm nur einen Dharma-Text zu geben und seine Miene hellte sich schlagartig auf. Springe ich ein bisschen. Mit 14 Jahren nahm er, angetrieben von dem Verständnis, dass Samsara nichts als Leid bedeutete, die Novizengelübde. Er widmete sich mit großer Kraft dem Studium der Kontemplation und der Meditation und wurde bald sehr gelehrt. Nicht nur kannte er die meisten Texte auswendig, manchmal nach nur einmaligem Hören, er durchdrang ohne Schwierigkeiten auch deren tieferen Sinn und war fähig, diesen anderen verständlich zu machen. Seine Lehrer behaupteten, er sei ein zweiter Asanga und von da an nannten sie ihn mit demselben Namen Togme Sangpo. Nun wisst ihr vermutlich nicht, wer Asanga war. Und es kann sein, dass Togme Sangpo also die Wiedergeburt eines Asangas war. Asanga hat im 8. Jahrhundert nach Christus das in die Wege geleitet, was man das dritte Drehen des Rades nennt. Und zwar war er der Begründer der Yogacara-Geistesschule im Mahayana-Buddhismus. Hat ganz viele Visionen vom Buddha Maitreya gehabt und diese in 5 großen Werken in die Welt gebracht. Auch ganz entscheidend für die Mahamudra-Tradition, aus der heraus ich unterrichte. Und man nimmt an, dass Togme Sangpo diese Zeichen so früh in seinem Leben hatte, weil er eben in früheren Leben bereits ganz erwacht war, also ein erleuchteter Meister eigentlich war, der wiedergekommen ist. Nimmt man an, wissen tue ich es auch nicht. Diese Fähigkeit, Texte nach nur einmaligem Hören wiederzugeben, die gibt es auch zum Teil bei uns. Also es gibt Menschen, die das heute noch können. Manchmal gibt es Musiker, die ein Stück komplett nachspielen können, wenn sie es nur einmal gehört haben. Es ist diese Fähigkeit, selten anzutreffen, aber selbst heute gibt es noch Menschen, die so ein Gedächtnis haben. Und das bedeutet natürlich, dass man unglaublich viel aufnehmen kann, wenn man diese Fähigkeit besitzt. Er mied Kleider aus Leder und aus Pelz, denn er war sich bewusst, wie viel Leid es bedeutet, Tiere zu töten und welch negatives Karma damit verbunden ist. Alles, was er besaß, verschenkte er an Freunde und Mittellose. Das ging so weit, dass die Leute anfingen, sich Sorgen zu machen. Aber er sagte nur, ich werde schon nicht an Hunger sterben und auch wenn es so wäre, mache ich mir deswegen keine Sorgen. Einmal schenkte er einem Bettler einen neuen Umhang. Der Bettler war hoch erfreut. Doch Togme Sangpo dachte bei sich, dass er hätte mehr geben können und zog auch seinen Wollmantel aus und gab ihm diesen. Mit 29 Jahren nahm er dann die vollen Mönchsgelübde. Und dann geht es ein bisschen darum, wie er unterrichtet. Und dann gab es einmal für Togme Sangpo eine Zeit großer finanzieller Schwierigkeiten. Die Leute rieten ihm zu lernen, wie man Einweihungen gibt und Rituale abhält. So könne er über die hereinkommenden Spenden ohne große Schwierigkeiten Geld verdienen. Klassische tibetische Methode, man gibt ein paar Einweihungen, lässt sich Spenden geben dafür und macht Rituale, damit Leute gesund werden, damit die Verstorbenen, die ja sowieso niemand sieht, nach Devachan kommen, also in die reinen Bereiche. Und so gab es ganz viele, die mit Ritualen und dem guten Glauben der Leute ein gutes Auskommen hatten. Was war Togme Sangpos Antwort? Als Antwort auf diesen bestimmt gut gemeinten, aber in seinen Augen völlig unangebrachten Vorschlag schrieb er die berühmten 37 Praktiken eines Bodhisattvas. Das ist, was wir jetzt studieren werden.
Eines Tages marschierte eine Armee, die mordend durch Zentral-Tibet zog, in Ngulchu ein, wo er lebte. Und die von Panik ergriffenen Dorfbewohner drängten sich hinter Trogme Tsangpo. Als die Angreifer seiner gewahr wurden, erfüllte sie eine tiefe Hingabe und sie warfen sich um Segen bittend vor ihm nieder. Viele weinten und baten um Vergebung, so groß war sein Segen. Mehrmals nahm er, ohne zu zögern, die Krankheit anderer auf sich. Alle Leute bewunderten seine edle Geisteshaltung und liebende Güte. Er wurde überall bekannt als Gyaltse Tsempo, der große Sohn der Siegreichen. Das soll reichen als kleine Einführung in das Leben dieses großen Meisters. Ihr könnt die ausführliche Fassung ja dann noch selber lesen. Widmen wir uns gleich dem Text, der uns einführt, und der beginnt mit den Worten Namo Lokeshvara. Das ist die Anrufung des Mächtigen der Welt, Lokeshvara, ein anderer Name von Avalokiteshvara, von Shinrisi, dem großen Bodhisattva, oft auch Buddha genannt, des erwachten Mitgefühls. Verehrung dem Mächtigen der Welt, Avalokiteshvara. Und jetzt schreibt Trogme Tsangpo die ersten Zeilen aus seinem persönlichen Erleben. Und er sagt, unablässig und voller Respekt verbeuge ich mich mit meinen drei Toren vor dem höchsten Lama und dem Beschützer Avalokiteshvara, die gewahr sind, dass sämtliche Phänomene weder entstehen noch vergehen und sich dennoch einzig für das Wohl der Wesen einsetzen. Also er sagt, bevor ich überhaupt zu schreiben beginne, verbeuge ich mich vor dem Bodhisattva Avalokiteshvara Shinrisi. Und ich bitte um den Segen für diesen Text, den ich jetzt schreiben werde. Möge dieser Text nicht aus mir heraus geschrieben werden, aus einem Ich heraus, sondern durch die Inspiration des Verbundenseins mit dem erwachten Mitgefühl. Und er sagt, er verbeugt sich mit seinen drei Toren. Das kennt ihr vielleicht. Körper, Rede und Geist sind damit gemeint. Mit dem Körper führt man Verbeugung aus, mit der Rede spricht man das Gebet und geistig ist man erfüllt von tiefer Hingabe und Vertrauen. Und so verbeugt er sich vor dem höchsten Lama, das heißt vor dem Buddha und vor seinem Wurzellama und den anderen Lamas, bis hin zur Natur des eigenen Geistes, wird auch Lama genannt, und dem Beschützer aller Lebewesen, Avalokiteshvara. Und dann kommt die erste Unterweisung. Diese Meister sind gewahr, dass sämtliche Phänomene, sämtliche Erfahrungen, heißt das, alles, was wir erleben, weder entstehen noch vergehen. Wie kann denn das sein? Unser Erleben entsteht doch immer wieder neu und vergeht ja auch die ganze Zeit. Was kann denn da gemeint sein? Damit weist Trogme Tsangpo auf die Abwesenheit eines Wesenskernes in den Erfahrungen hin, auf die leere Natur aller Erscheinungen. Das, was wir auch das zeitlose Gewahrsein nennen. Und wenn wir in diese eigentliche essentielle Dimension der Erfahrung hineinschauen, dann merken wir, dass es eigentlich keinen Anfang und kein Ende gibt von dieser Dimension des Seins. Es spricht als von der erwachten Dimension des Seins, als weder entstehend noch vergehend. Und was passieren könnte, ist ja, dass man sich, wenn man diese tiefe Verwirklichung hat, sagt, ich möchte nur noch darin verweilen. Ich möchte eigentlich nur noch in diesem Gewahrsein aufgehen, was wir das zeitlose Gewahrsein nennen. Ich möchte nicht mehr in Samsara sein. Ich möchte nicht mehr in dieser Welt unterwegs sein mit all ihren Emotionen, ihren Herausforderungen, Problemen, so wie wir auch gehört haben, mit Krieg und Totschlag und Epidemien und Streitereien, sondern ich bleibe im Samadhi. Ich bleibe in der vollkommenen Offenheit,
dieses tiefen Erkennens. Und ein Bodhisattva, ein echter Bodhisattva, hat diese Erkenntnis, diese tiefe Schau oder dieses tiefe Erleben des zeitlosen Gewahrseins und begibt sich dennoch hinein in diese Welt für das Wohl aller Lebewesen. Das heißt, es ist die bewusste Hinwendung, in die Schwierigkeiten, in die Welt hineinzugehen, und zwar immer gerade da, wo es besonders schwierig ist. Genau dort gehen die Bodhisattvas hin, um Situationen hilfreich zu unterstützen. Und damit drückt er bereits aus, dass er sich dieser Qualität von Avalokiteshvara und von den Meistern bewusst ist, dass sie die allumfassende Erkenntnis haben, aber bereit sind, mit dieser Erkenntnis in die Schwierigkeiten hineinzugehen. Und davor verbeugt er sich, vor diesem Mut und vor dieser Erkenntnis. Und er fährt fort, die vollendeten Buddhas, Quelle von Wohlergehen und Freude, manifestieren sich aufgrund ihrer Verwirklichung des edlen Dharma. Da seine Verwirklichung, also die Verwirklichung des Dharma, auf dem Verständnis seiner Anwendung beruht, sei hier die Praxis der Bodhisattvas erklärt. So, was er sagt ist, die vollendeten, vollkommenen Buddhas, die deren Schleier vollkommen aufgelöst sind, die wirkliche Befreiung erlangt haben, sind eine Quelle von Wohlergehen und wahrer Freude. Und sie manifestieren sich, sie zeigen ihre Buddha-Aktivität aufgrund ihrer Verwirklichung des edlen Dharma. Das ist nicht nur das Verwirklichen dessen, was in den Texten steht, sondern Dharma bedeutet hier der wahren Natur des eigenen Geistes. Das ist mit Dharma hier gemeint, die Essenz des Dharmas. Also eigentlich, wenn ich jetzt mit Pali-Worten spreche, Anatta oder Shunyata. Das ist die Dimension des Nichts-Selbst, die Dimension der Leerheit. Und wie kommt man dahin? Man kommt dahin über Mitgefühl. Mitgefühl und die anderen der unermesslichen Qualitäten öffnen die Tür zu diesem Verständnis. Und da die Verwirklichung des edlen Dharma darauf beruht, zu verstehen, wie man ihn anwendet, deswegen sagt er, will ich hier erklären, wie es geht. Man kann den Dharma nicht verwirklichen, ohne zu verstehen, wie man ihn zu praktizieren hat. Als General Rinpoche uns diesen Text erklärte, ich konnte damals schon im Tibetischen folgen, das Tibetische ist ja auf der linken Seite abgedruckt, dann machten wir uns immer Notizen. Wir schrieben also so wie du auch, wir machten uns Notizen in den Text, um dann später anhand der Notizen das nochmal durchgehen zu können. Und so erhält man eine mündliche Übertragung. Das heißt, wenn ich jetzt den Text erkläre, ich brauche jetzt gar keine Notiz mehr, weil mir das sehr vertraut ist, aber ich gebe euch fast genau dieselben Erklärungen, wie ich damals von meinem Lehrer erhalten habe. Und so geht eine mündliche Übertragung von einer Generation zur nächsten. Und man gibt immer das notwendige Verständnis weiter, um diesen Text zu verstehen und ihn dann in die eigene Praxis mit hineinzunehmen. Also die Idee ist, den Text nach Hause zu nehmen und dann vor der Meditation sich einen Vers rauszusuchen und den zu kontemplieren. Mehrfach zu lesen, so hineinzuspüren. Was macht das mit mir, wenn ich den ganz tief wirken lasse? Wenn ich den auf mich wirklich wirken lassen würde, wie würde ich mein Leben verändern? Was würde das für Auswirkungen haben? Wie verändert sich meine Sichtweise? Und dann meditiere ich weiter in dieser Ahnung einer anderen Art und Weise zu sein. Und wenn ich das Bedürfnis habe, lese ich vielleicht noch einen zweiten Vers und kontempliere wieder darüber und gehe dann aus der Kontemplation in die Meditation. Kontemplieren ist noch mit Nachdenken, mit tiefem Reflektieren. Wobei ich das dann schon in Anwendung auf meine eigene Lebenserfahrung bringe. Und dann lässt man das Nachdenken sein und gleitet ins Meditieren hinüber. Wobei dieses Meditieren dann anders ist
als wenn ich mich einfach nur hinsetze. Es hat eine neue Qualität gewonnen. Es ist, als ob in uns etwas im Herzen stimuliert worden wäre. Hören wir uns mal den ersten Vers an. Jetzt, wo ich das schwer zu findende Schiff der Freiheiten und Errungenschaften erhalten habe, werde ich, um mich und alle anderen aus dem Ozean des Daseinskreislaufes zu befreien, Tag und Nacht unzerstreut den Dharma hören, kontemplieren und meditieren. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Wollen wir mal schauen, bei welchen Worten es vielleicht an Textkenntnis fehlt. Dieses schwer zu findende Schiff, ihr merkt es, das ist unsere kostbare menschliche Existenz. Das ist unser jetziges Leben. Jetzt, wo ich dieses schwer zu findende Menschenleben gefunden habe, mit den Freiheiten von restriktiven Bedingungen, also Freiheit von all den Bedingungen, es werden da 8 aufgezählt, die mich daran hindern könnten, den Dharma zu praktizieren. Dazu gehört auch ein Mangel an Vertrauen, dazu gehört aber auch vielleicht nicht alle Sinne intakt zu haben oder in einer Zeit und einem Land geboren zu sein, wo überhaupt kein Dharma zu finden ist. Es gehört auch dazu, in einer anderen Klasse von Lebewesen geboren zu sein, in deren Lebensbereich es überhaupt keinen Dharma gibt. All diese Grundvoraussetzungen, derer wir uns erfreuen, ohne uns das klar zu machen. Ich glaube, so im Normalfall denken wir nicht groß darüber nach, welche enormen Freiheiten wir haben. Das ist, nehmen wir so für selbstverständlich, dass wir in einem Land leben mit freier Religionsausübung, in dem wir Zugang zu all den Weisheitslehren der Menschheit haben. Und wir sind uns oft nicht bewusst, dass das ein unglaubliches Privileg ist. Lasst mal kurz euren inneren Blick über den Erdball schweifen, wie viele Milliarden Menschen nicht diese Bedingungen haben. Und dann wie viele Milliarden Menschen von solchem Hunger und Durst und von Krankheiten geplagt sind oder andere Bedingungen erleiden, wo sie gar nicht die Zeit haben. Gar nicht die Möglichkeit, sich um einen intensiveren spirituellen Weg zu kümmern. Und wenn man sich das klar macht, dann sagt man, boah, jetzt nichts wie ran. Ja? Diese Situation, dieses kostbare Schiff, wo ich diese Freiheiten habe und auch die Errungenschaften. Errungenschaften ist hier gemeint, das, was aufgrund von positivem Karma entsteht, also heilsame Kräfte, die unseren Geist wirken, dass wir tatsächlich Vertrauen haben, dass wir in einer Gegend geboren werden, wo der Dharma zu erreichen und zu finden ist, dass der Buddha den Dharma gelehrt hat, dass es Schüler gab, die ihn weitergetragen haben, dass Generationen von Dharma-Praktizierenden den Dharma bis heute, bis zu mir weitergetragen haben. Das ist doch der Hammer, oder? 2500 Jahre in verschiedenen Ländern. Jetzt gerade haben wir den Nutzen, dass eine Dharma-Linie über den Umweg von Tibet und dann Frankreich zu uns kommt. Also das ist jetzt meine persönliche Geschichte. Und dann habt ihr andere, die über den Umweg aus Burma, Thailand und so weiter über andere Lehrer hier in den Saal schon gefunden habt. Und das ist so kostbar. Wie viele Generationen von Praktizierenden, von Übersetzern daran beteiligt waren, dass das erhalten blieb und dass auch das Verständnis erhalten blieb und dass es immer noch da ist. Das nennt man Errungenschaften. Ein Teil davon hängt von uns selber ab, dass wir selber dazu beigetragen haben, und ein anderer Teil, das sind günstige Bedingungen, die wir anderen zu verdanken haben, die sich für uns darum gekümmert haben, dass wir jetzt diesen Nutzen haben. Und das bedenken wir und sagen uns, ja, ich werde mich jetzt Tag und Nacht unzerstreut um den Dharma bemühen. Studieren, kontemplieren, meditieren. Fängt schon mal
ist erst der erste Vers, ne? Geht aber schon, wenn man ihn ernst nimmt, ganz schön zur Sache. Und dann schreibt er Tag und Nacht. Ihr müsst hier jedes Wort ernst nehmen. Die Worte stehen nicht von ungefähr da. Das heißt, es geht um eine 24-Stunden-Praxis. Eine Praxis rund um die Uhr. Es geht nicht um die eine Stunde morgens und die eine Stunde abends. Das wäre ja schon viel auch. Das ist ja toll, wenn man. Es geht darum, den ganzen Tag über und auch in der Nacht, in den Träumen und im Tiefschlaf, den Dharma zu praktizieren. Und das ist möglich. Wir können eine Praxis tatsächlich rund um die Uhr kultivieren. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Das ist der Refrain, der wird jetzt jeden Vers kommen. Sich bewusst sein, wie kostbar diese Gelegenheit ist und dann zu sagen, okay, zum Wohle von mir und allen anderen nutze ich jetzt diese Chance, die vielleicht nicht so leicht wiederkommt. Wenn wir jetzt an die Flüchtlingswelle denken, ja, es kann unsere Welt vollkommen verändern. Es hat gar nichts mit Angst zu tun, wir werden teilen mit anderen. Wir sind alle Flüchtlinge, wir sind alle im Grunde genommen Menschen, die nach Glück suchen, die nach guten Bedingungen suchen. Aber vielleicht werden wir vor Herausforderungen gestellt, wo wir dann nicht so mal locker einen Mittwochabend zusammensitzen können. Ich komme ja aus Deutschland und in Deutschland ist die Tatsache, dass wir jetzt 70 Jahre Frieden haben, etwas ganz Außergewöhnliches. Diese Teile Europas, Frankreich, Deutschland, Belgien und so weiter, Krieg um Krieg. Da gab es keine 70 Jahre Periode, wo kein Krieg war. Gab es nicht. Die Schweizer haben das ganz gut hingekriegt. Alle Achtung. Wirklich toll. Aber das ist so etwas Ungewöhnliches und man muss die Zeit nutzen, wenn man sie hat. Vers 2. Das ist jetzt, fängt an mit so einer Bestandaufnahme. Freunden gegenüber sind die Anhaftungen so aufgewühlt wie Wasser. Sind meine Anhaftungen so aufgewühlt wie Wasser. Feinden gegenüber lodert der Hass wie Feuer. Und in der Finsternis der Unwissenheit, da können wir auch besser übersetzen, des mangelnden Gewahrseins, sehe ich nicht, was zu tun und was zu lassen ist. Das Heimatland zu verlassen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Ich werde euch das noch erklären, das wirft ja einige Fragen auf. Ne? Also, vielleicht nicht ganz so stark, wie es hier beschrieben ist, aber wir sind doch gewahr, dass wir den Menschen gegenüber, die wir lieben, starke Anhaftung auch verspüren und Trennung als schmerzhaft erleben und so weiter. Und wie leicht der Ärger hochgeht gegenüber solchen, die uns das Leben ein wenig schwer machen. Es muss nicht Hass sein, aber es reicht, wenn es Ärger ist, Wut und ausgrenzen wollen und wie stark diese Emotionen sind. Und auch, wie wir oft gar nicht wissen, was zu tun und was zu lassen ist. Das ist die Frage nach dem Wirken, nach dem Karma. Wie soll ich handeln? Und diese Unfähigkeit zu sehen, was wirklich sinnvoll ist, das nennt man Unwissenheit, das nennt man mangelndes Gewahrsein. Das wesentliche Wissen ist zu wissen, ganz klar zu sein darüber, was heilsam ist, also was zu tun ist, was hilfreich ist und was schädlich ist für mich und andere, was ich deswegen besser unterlasse. Dieses Wissen um Tun und Lassen, das ist eigentliche Weisheit. Und vielleicht geht es euch ja auch so wie mir, dass ihr in den Jahren eurer Dharma-Praxis gemerkt habt, ja, dieses zunehmende Gewahrsein führt dazu, dass in Situationen, wo ich früher noch in so einer Grauzone war, wie in so einem Nebel und nicht wirklich wusste, wie ich handeln soll,
Heute ist mir das klar. Es hat eine Klärung stattgefunden. In vielen Bereichen des Lebens bin ich mir sicher, wo es eigentlich lang geht. Ganz unabhängig davon, ob ich es umsetzen kann, aber ich spüre, wo es lang geht. Und mit wenig Gewahrsein erscheint das eine so gut wie das andere und man kann gar nicht irgendwie abwägen, welches denn nun besser ist. Weil man nicht gewahr genug ist, die ganzen Implikationen zu sehen für die Gesamtsituation. Aber mit weiter werdendem und präziserem Gewahrsein sehen wir die Auswirkungen von Handlungen, selbst wenn wir sie nur gedanklich durchspielen. Denken wir, ah, wenn ich so handle, dann ist das und das und das die Folge. Wenn ich aber anders handle, dann ist das und das und das die Folge. Wir können das aufgrund unserer Lebenserfahrung, unserer erhöhten Achtsamkeit, Gewahrsein, können wir das gut sehen. Und jetzt kommt da die Anregung, das Heimatland zu verlassen. Jetzt müssen wir uns zurückversetzen. Tibet, 12. bis 13. Jahrhundert. Alle leben in Großfamilien. Clans, die in den Zelten, in den Dörfern zusammenleben. Und Heimatland war ganz wörtlich zu nehmen. Das Land, wo ich zu Hause bin. Alle waren landwirtschaftlich unterwegs mit Jagd und Getreideanbau und so. Und wisst ihr vielleicht aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, in ein freies Denken zu kommen, in eine innere Entwicklung, wenn ständig die Familienzwänge auf einen einwirken und einen in der eigenen Rolle festhalten wollen. Es geht nicht darum, so entwurzelten Menschen wie unserer eins zu raten, das Heimatland zu verlassen. Es ging hier darum, dass Menschen, die völlig gefangen waren in Familien- und Clanstrukturen, die sich nicht anders verhalten konnten, als Großvater und Großmutter es wollten und Eltern, denen zu sagen, nimm den Mut in deine Hand. Wenn du dich ändern willst, geh in andere Situationen, wo du nicht in vorgefertigte Schablonen hineingepresst wirst. Das ist die Botschaft hier. Es ist also wirklich wichtig, das zu verstehen. Wir sollten das nicht wörtlich nehmen und zu meinen, wir, die wir vielleicht schon 5-mal, 10-mal in unserem Leben umgezogen sind, dass wir jetzt nochmal irgendwie unsere Wurzeln rausreißen, weil die gerade mühsam dabei sind, ein bisschen zu sprießen. Darum geht es nicht. Es geht um Bedingungen, wo wir unseren Charakter ändern können, wo wir wirkliche Persönlichkeitsarbeit machen können, an unserer Persönlichkeit arbeiten, wie wir reagieren, wenn zum Beispiel die ganze Familie sagt, und die da drüben, die haben uns die Jagd gestohlen und so, und das sind unsere Feinde, dass wir sagen, da will ich nochmal hingucken, warum, wie hat das Ganze stattgefunden, wieso muss ich jetzt auf die in Hass schieben, wieso muss ich in diese Clanfäde einsteigen, da gibt's da noch einen anderen Weg. Merkt ihr, so daraus will man aussteigen. Und wenn es heißt, dass wir aus das Heimatland verlassen, dann bedeutet das, dass wir Identifikationen hinter uns lassen und Strukturen, die uns in Identifikationen hineinpressen und beginnen, auch die anderen Seiten zu verstehen und nicht mehr parteiisch zu sein, nicht mehr uns zugehörig zu fühlen, zu denen und aufgrund von Loyalität dieselben Gefühle zu entwickeln, wie man halt hat, gegenüber denen und denen, die sind halt nicht gut. Wenn man auf der anderen Seite geboren wäre, würde man genauso über unsere Seite denken. Also, dass man das durchschaut und sich befreit davon und dann wirklich innerlich frei werden kann. Das ist damit gemeint. Und es geht genauso weiter, indem ich schädliche Orte verlasse. Das ist gemeint. Jetzt wisst ihr, was mit schädlichen Orten gemeint ist. Orte, die schädlich für die innere Entwicklung sind, wo ich nicht wirklich in ein freies Denken und Fühlen hineinfinden kann. Wenn ich sie verlasse, nehmen die aufwühlenden Emotionen allmählich ab. Ja, das tun sie, weil ich mich aus dem Sog der Emotionen der anderen mal schon herausnehme. Und dann nur noch mit den eigenen zu tun habe, die aus mir heraus entstehen. Das ist schon mal sehr hilfreich.
Das ist das, was wir tun, wir ein bisschen ins Retreat gehen und dann auch die Klappe halten. Dann können die Emotionen nicht mehr so ansteckend wirken. Eigentlich ist die Stille, das Schweigen in den Retreats reine Ansteckungsprophylaxe. Ja, es geht darum, dass unsere Emotionen sich nicht ständig auf andere übertragen und die dann auch noch damit beschäftigt sind und sich immer unter Umständen wir uns gegenseitig noch hochsteigern. Damit das zur Ruhe kommen kann, suche ich Orte auf, in denen das kontemplative Sein möglich ist. Und wenn ich dann frei von Ablenkung verweile, nimmt heilsames Handeln natürlicherweise zu. Frei von Ablenkung bedeutet, nicht zu den Gedankenketten zu folgen, sondern in der Präsenz zu bleiben. Und da sind wir natürlicherweise weniger gefangen in Emotionen, was automatisch mit sich bringt, dass unser Handeln heilsamer wird, weil die emotionalen Motivationen zurücktreten. Das ist ganz von selber der Fall. Ein unaufgewühlter, unabgelenkter Geist neigt sich dem Heilsamen zu. Also spürt viel deutlicher, was mir und anderen gut tut und ist in der Lage, das umzusetzen. Das Feingefühl nimmt zu, der Respekt nimmt zu, die Dankbarkeit, Liebe, Mitgefühl, all das nimmt zu. Einfach, weil man zur Ruhe kommt und in der Ruhe besser spüren kann. Und durch die Strahlkraft des Bewusstseins entsteht Gewissheit über den Dharma. Strahlkraft des Bewusstseins ist für euch vielleicht ein ungewöhnlicher Ausdruck. Bewusstsein hier ist Rigpa im Tibetischen, das habt ihr vielleicht schon gehört. Rigpa ist diese wache, offene Präsenz und die hat eine Strahlkraft, das ist das tibetische Wort Dang, die hat eine Vitalität, dieses Wort kann man auch so übersetzen, eine vitale Kraft, zu erkennen. Aufgrund der erhöhten Präsenz kommt es notwendigerweise zu einem klareren Sehen und Erkennen und Fühlen. Und dadurch verstehen wir immer mehr Zusammenhänge. Wir sehen, wie diese Art zu denken zu den und den Worten und Handlungen führt, was für Auswirkungen das hat. Das heißt, wir beginnen Karma zu durchschauen, Ursache und Wirkung. Wir beginnen die Kette abhängigen Entstehens dieser 12 Glieder zu durchschauen und sehen, wie Kontakt zu Empfindung führt, Empfindungen zu greifen, also zu verlangen und dann zu greifen und zu festhalten und die Kräfte des Werdens dadurch genährt werden. Wir beginnen die Essenz des Dharmas immer mehr zu sehen, zum Beispiel auch durch das entspannte Sein gewahr zu werden. Ist ja gar niemand zu finden. Wo ist denn in diesem Erleben, wo ist denn da ein Ich? Kein Ich zu finden. Findet einfach so statt. Das ist gemeint mit, dass durch die Leuchtkraft des Bewusstseins so allmählich Klarheit, Gewissheit über den Dharma entsteht. Die Natur des Seins wird offenkundig, weil wir in Bedingungen hineingehen, die es uns ermöglichen, klarer wahrzunehmen. Auf Zurückgezogenheit zu bauen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Zurückgezogen von dem, was mir nicht gut tut. Das ist die Definition. Es bedeutet nicht mehr oder weniger Menschen, es bedeutet, von dem zu lassen, was nicht gut tut. Es ist wichtig, sich das klar zu machen. Das können wir auch hier in Basel-Stadt leben oder in Freiburg oder sonst wo. Wir können eine Qualität von zurückgezogenen Leben führen, wo wir identifizieren, wo wir merken, das und das, das tut mir nicht wirklich gut. Ich unterlasse mal diese Beschäftigung. Ich gebe denen nicht so viel Energie und ich wende mich lieber den Aktivitäten zu, die mir gut tun. Klassisches Beispiel für alle von uns ist, wir haben intensiv gearbeitet den Tag über, kommen nach Hause,
essen erstmal. Und was tun wir dann? Tun wir das, was uns gut tut? Oder lassen wir uns hineingleiten in Ablenkung, in Entertainment, in Formen des Seins, die uns zwar entspannen und so ein bisschen von uns wegholen, aber wo wir immer wieder so einen Nachgeschmack haben und denken, na, so prickelnd war das auch nicht. Ja, so gut getan hat mir das nicht. Ganz zu schweigen davon, wenn wir uns dann verfransen und bis Mitternacht am Computer sitzen oder nach dem ersten Film den zweiten leider auch noch den Anfang sehen und auch den dann nicht abschalten können, bis wir schon fast umkippen und dann notgedrungen ins Bett gehen. Ja, diese Mechanismen, wenn ihr darum geht's mit Zurückgezogenheit. Es geht darum, diese tiefe Weisheit darüber, was uns gut tut, hineinzuholen in unser Leben und uns aus dem zu lösen, was weder für uns noch für andere unterstützend ist, und uns dem zuzuwenden, was unterstützend ist. Zum Beispiel einen wirklichen, tieferen Austausch mit jemandem zu pflegen oder nichts zu tun oder noch ein paar Stellen in einem Text zu lesen, der uns innerlich inspiriert und wieder mit dem Wesentlichen verbindet. So, es gibt so viele Möglichkeiten. Es muss nicht immer das Sitzen auf einem Meditationskissen sein. Das tut uns vielleicht gar nicht gut. Das müssen wir herausfinden. Aber finden wir nicht heraus, wenn wir, solange wir in der Mühle sind, wir müssen uns ein bisschen rausnehmen, um es zu spüren. Von all den langjährigen Bekannten und Verwandten werde ich getrennt werden. Und von all meinem Besitz, den ich mir mühevoll erarbeitet habe, wird nichts übrig bleiben. Auch das Bewusstsein, Gast in diesem Körper, wird seine Herberge verlassen. Sich vom Beschäftigtsein mit den Dingen dieses Lebens zu lösen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Wollen wir uns das nochmal anschauen? Es geht um ein Kontemplieren der Vergänglichkeit und der eigenen Sterblichkeit, dass wir sterben werden. Und wie nahe und lieb uns auch unsere Bekannten und Verwandten sind und unsere Freunde, alle müssen wir sie hinter uns lassen. Im Moment des Todes. Das ist so typisch buddhistisch, dass man sagt, ja, dieses Leben ist sehr kurz, wir geben ihm so viel Gewicht, aber wie ist das denn mit all den Leben, die danach kommen? Sollten wir nicht vielleicht etwas mehr uns darauf auch vorbereiten? Wie ist das mit Besitz? So viel von unserer Energie geht. Man sagt immer so, Besitz anhäufen, das ist es gar nicht. Wir verwenden unsere Zeit mit Reparaturen, ja, mit Pflege, mit Austauschen von Sachen, die kaputt gegangen sind, mit Sorge dafür, mit Versicherung und so weiter. Es dreht sich darum. Wir müssen uns kümmern. Wer Besitz hat, muss sich kümmern. Es sei denn, er ist so reich, dass sich andere darum kümmern kann. Das ist auch eine gute Lösung. Normalerweise, je mehr ich habe in meiner Wohnung, je mehr Maschinen und so weiter, umso mehr kann kaputt gehen, umso mehr muss ich mich kümmern. Das ist so die Logik. Und so war es früher auch schon. Je mehr Tiere du hattest, umso mehr Tiere musst du dich kümmern. Da ist immer eins krank. Und wenn du Besitz hast, dann hast du plötzlich Angst vor Einbrechern. Da musst du dich darum kümmern, dass alles sicher ist. Das ist wichtig. Und was hilft uns das im Tod? Was schadet uns? Wir haben uns unser Leben lang mit sekundären Dingen beschäftigt und sind nicht zum Wesentlichen gekommen. Das können wir jetzt, wo wir das noch rechtzeitig bedenken, können wir das ändern. Wir können dem weniger Gewicht geben. An seinen rechten Platz verweisen. Wir brauchen uns ja nicht so intensiv drum zu kümmern. Ein bisschen weniger tut's ja auch. Vielleicht gehört ihr ja auch zu den Leuten, die nie ihr Auto waschen.
Das ist so etwas Überflüssiges. Man braucht nur auf den nächsten Regen zu warten. Ja, wenn der mal wieder kommt. Also da draußen steht ein Auto, das noch nie durch eine Waschanlage gefahren ist. Ja? Gibt's nicht. Sieht trotzdem gut aus. Obwohl ich auf dem Land lebe. So kann man sich die Sachen sparen auch. Ja? Das braucht nicht. Man braucht nicht so intensiv, um die Sachen sich zu kümmern. Manches ja, in gute Pflege für Dinge, die man braucht, das ist ganz wichtig. Aber wir könnten, was Kleidung angeht, was Bücher und so weiter, wir könnten ganz schön aufräumen, glaube ich, bei uns. All das hilft mir nichts. Ich habe es mühevoll erarbeitet und stecke so viel Zeit ins Arbeiten, um dann ein gewisses Einkommen zu haben, was dann doch wieder für so viel weniger relevante Sachen rausgeht. Man könnte sich das viel einfacher machen. Es ist erstaunlich, mit wie wenig man leben kann und wie viel Zeit man dann hat. Und jedes bisschen, was wir in diese Richtung tun können, wird uns helfen. Wenn wir uns immer wieder sagen und wie ein bisschen rausreden, ich habe keine Zeit für Dharma-Praxis, ich habe keine Zeit zum Meditieren oder zum Lesen und so. Ich glaube, dann könnte man mal auf diese Art und Weise nachgucken in unserem Leben, ob es nicht doch noch andere Lösungen gibt. Wer es radikal macht, lässt es sein und arbeitet nur das bisschen, was es gerade braucht, um Nahrung zu haben und widmet sich der Entwicklung des Herzens. Das kann auch in der Arbeit stattfinden, aber dann halt nicht motiviert davon, mehr zu verdienen. Das Bewusstsein, unser Geist, wird als Gast in diesem Körper bezeichnet. Also so eine vorübergehende Herberge. Ich glaube, ich erwähnte beim letzten Vortrag, dass die Tibeter den Moment des Sterbens den großen Umzug nennen, wo wir dann einen anderen Körper wiederbekommen, eine andere Existenz. Was weitergeht, ist der Geistesstrom, immer wieder neu, sich ändern, aber mit den Kräften, die wir in diesem Leben kultiviert haben. Deswegen kommt es darauf an, was wir kultivieren. Und ständig mit dem Bessermachen unseres Lebens beschäftigt zu sein, wird nicht die Lösung sein. Wenn unser Zusammensein mit anderen dazu führt, dass die drei Geistesgifte zunehmen und die Praxis von Hören, Kontemplieren und Meditieren abnimmt und wir zudem Liebe und Mitgefühl verlieren, dann geben wir solche schädlichen Freunde auf. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Wohlgemerkt, das ist die Praxis der kleinen Bodhisattvas, die diesem Einfluss halt noch nicht, die dir noch nicht ausbalancieren können. Das Zeichen dafür ist, dass wenn wir mit Menschen zusammen sind und deren negative Geisteshaltung färbt auf uns ab. Wir merken das, wir werden wie angesteckt davon. Das ist ein Zeichen, dass unsere Praxis noch nicht stark genug ist. Ist sie nicht. Müssen wir zugeben. Wir könnten zwar das Ideal haben, wir sind in der Beziehung, um ihnen zu helfen, aber tatsächlich, jedes Mal, wenn wir zusammen sind, zieht es uns in die alten emotionalen Muster hinein. Tut weder ihnen gut noch uns. Es ist gut, da ganz nackt, klar hinzuschauen und sich nichts vorzumachen. Wenn in der Gegenwart von anderen Menschen, die wir vielleicht sehr lieb sogar haben, wenn wir bemerken, dass wir uns von uns selbst immer mehr entfremden, also eigentlich nicht das Leben, was unser eigentliches Anliegen ist, dann kann das an uns liegen, dass wir das nicht genug betonen. Darauf müssen wir achten, dass wir das selber in die Hand nehmen. Oder es kann daran liegen, dass die anderen das auch gar nicht wollen, dass wir wirklich das leben, wer wir sind und was unser eigentliches Anliegen ist. Also Sabotage. Wir sabotieren uns selbst und andere sabotieren uns auch. Die wollen uns gerne so haben, wie es für sie angenehm ist.
Und wenn wir merken, dass dabei bei uns die drei Geistesgifte zunehmen, also Begierde, Hass und Unwissenheit, mangelndes Gewahrsein, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Wenn ich immer ärgerlicher werde, immer mehr Verlangen, immer mehr Suchttendenzen in mir feststelle, immer mehr Abhängigkeiten, dann bin ich auf dem Holzweg. Und dann sollte ich diese Umgebung verlassen. Tut mir nicht gut, ich kann damit nicht umgehen. Es ist einfach nur ein Beschreiben dessen, was es ist. Es ist keine Abwertung der anderen. Es tut einfach nicht gut, man sieht es an den Folgen. Die Folgen, also was sich in mir entwickelt, zeigt, ob eine Umgebung mir gut tut oder nicht so sehr. Und Umgebungen, die einem gut tun, die sucht man wieder auf, und Umgebungen, die einem nicht gut tun, die meidet man. Bis man in der Lage ist, und das wäre dann ein starker Bodhisattva, gezielt in diese Bereiche, in diese Zusammenhänge hineinzugehen und unbeeinflusst von den Anschauungen der anderen dann darin wirksam zu werden. So quasi als Sozialhelfer aktiv zu werden. Ganz ein wichtiges Zeichen ist, wenn wir Liebe und Mitgefühl verlieren. Das ist mit das Traurigste, was uns passieren kann. Vielleicht haben wir in unserem Leben schon viel mehr Liebe und spontanes Mitgefühl für andere entwickelt, und dann kommen wir in Kreise hinein, wo diese Neigungen uns wie ausgebremst werden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche, wo uns zum Beispiel abgewöhnt wird, wo schlecht drüber geredet wird, wenn man Mitgefühl für andere empfindet oder andere auch verstehen kann. Und geradezu dagegen geredet wird und eine Haltung eingenommen wird, die das gar nicht unterstützt. Oder wo ich so in meine innere Prozesse reinkomme und so in mir gefangen werde, dass ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht mehr lieben. Meine Liebesfähigkeit geht mir verloren. Das ist eine Bedingung, also eine Lebensbedingung, die nicht förderlich für das Erwachen ist unserer, das Erwachen unserer Herzensqualität. Sollten wir dann besser verlassen, wenn die Umstände das erlauben. Wir geben solche schädlichen Freunde auf. Aufgeben heißt hier nicht für immer, sondern wir lassen sie zurück, warten, bis wir stark genug sind, und dann können wir uns kümmern. Ja, einige von euch gucken mich mit ganz großen Augen an, einige auch mit etwas skeptischem Ausdruck. Das ist harter Tobak schon, ne? Das geht ziemlich zur Sache mit den Unterweisungen. Wenn man das wirklich umsetzt und sich fragt, und dann kommt man zu einer tiefen Selbstfürsorge, einer wirklich guten Selbstfürsorge, sich zu fragen, welche Bedingungen tun eigentlich wirklich gut? Bevor man sich engagiert, auch bevor man sich das Eheversprechen gibt und so weiter. Man wirklich hinschaut und hinfühlt und die Freiräume nutzt, die man hat. Selbstfürsorge wird oft zu klein geschrieben bei uns. Und fast traut man sich nicht, solche Dinge zu sagen, wie sie hier drin stehen, weil sie in Dharma-Kreisen irgendwie wie schon zu aufmüpfig klingen, dass man sich so um sich selber kümmern sollte und darauf achten, dass einem die eigene Umgebung auch gut tut und die eigene Art zu sein, der Beruf, wie wir in der Welt unterwegs sind. Aber das ist die Grundlage, um dann den Weg zu gehen und anderen helfen zu können. Wenn wir das nicht tun, also wenn wir jetzt hier, die wir hier sitzen, das nicht umsetzen, ja, wie sollen wir denn anderen helfen, das umzusetzen, gut nach sich selber zu schauen, wenn wir es nicht tun? Wir sind dann ein Vorbild ohne die entsprechende innere Kraft. Wenn wir es selber tun und kraftvoll zu dem stehen, was wirklich heilsam ist, und uns auch sogar Hilfe suchen, um es umzusetzen, und immer mehr spüren, immer authentischer werden auch darin, dann sind wir anderen auch inspirierende Beispiele. Andere können an unserem Beispiel lernen, dass es möglich ist.
Also machen wir damit den anderen ein Geschenk. Klingt ja hier immer so, als ob wir sie verlassen würden, aber eigentlich machen wir ihnen ein Geschenk, weil wir ihnen sagen, so nicht. Und uns selber sagen wir das auch, so nicht, sondern so. So möchte ich leben, so möchte ich sein. Und diese Aufrichtigkeit, diese Klarheit ist ein richtig großes Geschenk. Habt ihr Fragen dazu? Gibt es da bis jetzt Fragen? Es waren jetzt schon 5 Verse, wir müssen so, ja, bitte. Könntest du dazu noch was sagen mit den Schuldgefühlen oder Verantwortungsgefühlen, die man hat, verlassen? Ja, also Verantwortung. Meinst du jetzt zum Beispiel als Mutter oder als Ehepartnerin oder solche eine Verantwortung? Oder an was denkst du gerade? Ja? Verantwortung sollten wir schultern, sollten wir weiterhin tragen. Und zwar, weil andere von uns abhängig sind. Also wir versuchen, andere nicht durch unsere Entscheidung, jetzt einen bestimmten Kontext zu verlassen, dann Schaden zuzufügen. Eine Mutter kann sich nicht einfach zurückziehen aus der Verantwortung für ihre Kinder. Es geht nicht. Sie muss da sein, das ist eine Verantwortung, die weitergeht. Allerdings, wenn die Kinder schon erwachsen sind, dann brauchen wir auch nicht immer die Glucke zu spielen. Wir können tatsächlich uns lösen oder eine Form, einen Wandel vollziehen, der es ermöglicht, sich aus bestimmten Kontexten auch zu lösen. Also Verantwortung ist ganz hoch geschrieben, wenn wir so allgemein an berufliche Verantwortung, an familiäre Verantwortung, partnerschaftliche Verantwortung denken. Jetzt möchte ich aber noch ein anderes Beispiel nehmen. Zum Beispiel eine Frau, die mit einem Alkoholiker zusammenlebt und sich wie verantwortlich fühlt und sich vielleicht auch schuldig fühlen würde, ihn zu verlassen, aber ständig mit runtergezogen wird und unglaubliche, vielleicht sogar Schlägereien und Auseinandersetzungen erlebt und in eine sehr destruktive Spirale reinkommt. Da ist es wirklich wichtig, in diesem Sinne sich anzuschauen, inwiefern bin ich eigentlich in einem Co-Verhalten drin. Und ist meine Verantwortung nicht wirklich, mich da rauszuziehen, wenn ich dem anderen schon nicht helfen kann? Und dadurch eine klarere Situation zu schaffen. So, also um das mal so ein bisschen in Kontrast zu bringen. Es geht immer darum zu schauen, was mir und anderen wirklich hilfreich ist und das dann zu tun. Und da kann sich unser Blick natürlich etwas vertiefen. Aber bei Kindern ist die Situation, solange eine gute Beziehung zwischen Mutter und Kindern, Vater und Kindern besteht, ist es ganz klar, dass wir für sie da sein sollten. Magst du die Frage noch präzisieren? Also wenn man so ungesunde Verantwortungs- oder Schuldgefühle hat, ob es da, vielleicht kommt es später in den 37 Fragen. Wenn man, du sagst es selber, ungesunde Schuldgefühle, werden wir alles tun, um uns daraus zu lösen. Allein schon das Wort ungesund zeigt es. Angemessene Schuldgefühle sind nur, wenn wir wirklich uns gegen den Respekt, gegen das vergangen haben, wenn wir andere verantwortungslos, respektlos behandelt haben, ja, dann können wir uns entschuldigen, bitten um Verzeihung. Aber neurotische Schuldgefühle sind ja etwas, die uns aus der frühesten Kindheit begleiten können und die in manchen Konstellationen auch geradezu stimuliert werden. Und da müssen wir schauen, dass wir nicht in diesen Strudel geraten. Wie wir das machen? Das Beste ist, indem wir in ein ganz gesundes Selbstbewusstsein finden. So, es kommt, wird sicherlich noch anklingen in den Unterweisungen, aber wenn wir so in unsere innere Mitte finden, das was auch da, wo wirklich, wenn wir uns ganz entspannen und ganz tief in uns eingehalten, da wo sich alle Qualitäten zeigen, dass wir merken, dass wir in der Tiefe grundgut sind. Diese grundgute Natur unseres Geistes, wenn wir uns öffnen und entspannen, die räumt allmählich dann, diese Erfahrung räumt allmählich dann mit diesen neurotischen Schuldgefühlen auf. Kann uns niemand mehr einreden, dass wir schlecht wären. Wir wissen, dass wir in der Tiefe gut sind. Das
was da, was ganz Heilsames in uns ist. Ja. Ist nicht da auch so ein schichtweiser Aufbau, den wir hier haben? Weil am Anfang steht doch, Freunden gegenüber sind Anhaftungen so aufgewühlt wie Wasser. Das ist sozusagen das normale Verhältnis. Und dann hast du das ja ausgeführt, dass die Zurückgezogenheit meint, nicht sich komplett zurückzuziehen, sondern eben von quasi von so Anhaftungen zurückzuziehen. Ja, von dem, was uns aufwühlt wie Wasser. Jetzt kommen hier die Freunde. Und ist es nicht ein kategorischer Wechsel? Also ist es nicht ein Wechsel von der Beziehungsart? Also genau. Wenn ich sozusagen jemanden als Freund betrachte, dann suche ich da ja auch Anerkennung und Liebe oder bestimmte Gefühle. Also dann habe ich auch eine Anhaftung, dann betrachte ich den ja als Sangha sozusagen. Nämlich Zuflucht zu der Freundschaft. Und wenn ich jetzt hier merke, aha, das ist eigentlich gar kein, es ist nicht ein freundlicher Mensch im Sinne von, der tut mir nicht gut, dann wechsle ich die Kategorie. Ich kann ja immer noch eine Mitgefühl oder verantwortliche Beziehung. Genau. Nicht mehr ihn als Freund so ansehen, dass ich diese Anhaftung da drin, sozusagen, richtig, diese Vertrautheit oder die positiven Effekte. Ein Kategorienwechsel gemeint. Das ist damit gemeint, ja. Wir werden mehrere solche Kategorien, Sprünge und Wechsel in dem Text bemerken. Der Text hat was Schrittweises, was Stufenweites, wo wir den Blick ändern. Das hast du so klasse gesagt gerade. Wir können ja mitfühlend zugewendet bleiben, ohne uns da drin zu verwickeln in der Beziehung. Wir können uns auf eine Art lösen, aber mitfühlend, verstehend, unterstützend, zugewendet bleiben. Das ist etwas, was wir oft tun mit unseren Eltern. Im Prozess des aus dem Haus gehen und sich lösen, Autonomie entwickeln und so weiter, beginnen wir unsere Eltern in einem anderen Licht zu sehen und lösen uns, gerade jetzt in unserer Gesellschaft, sehr stark auch von ihrem Einfluss im Erwachsenwerden. Bleiben ihnen aber im besten Fall liebevoll, mitfühlend verbunden, versuchen sie zu verstehen und sie zu unterstützen, aber möglichst ohne uns in ihre Muster so zu verstricken, ohne darin gefangen zu sein. Das wäre so ein Wechsel. Selbstfürsorge finde ich ganz schön, aber die Selbstbezogenheit, das finde ich dann ein Problem. Also da muss man, glaube ich, gut aufpassen. Muss man sehr gut aufpassen. Nicht, dass das jetzt hier als so ein Egoismus rauskommt. Ne? Ich habe das trotzdem so manchmal noch schwierig. Ja. Wo siehst du, wo wird es für dich vielleicht schwierig oder wo ist die Grauzone? Ich sehe einfach, es gibt Menschen, die sind so fest mit sich selbst beschäftigt, dass sie die anderen nicht mehr sehen. So, das meine ich. Das ist mir auch sehr vertraut. Manchmal wundert man sich, dass diese Menschen, die so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, sich in großer Anzahl in spirituellen Kreisen finden. Ja, es ist also erstaunlich. Deswegen ist es gar nicht so unnötig, immer wieder den Austausch zu betonen, Mitgefühl, eingehen aufeinander, auch miteinander Schwierigkeiten durchstehen und nicht aufgrund von ein paar Schwierigkeiten direkt zu meinen, das tut mir nicht gut, ich muss schlechte Energien, ich muss da raus. Haben wir uns schon verstanden, ne? Ja. Braucht es denn nicht schon ein gutes Selbstgefühl, um das Heimatland zu verlassen? Also die übernommenen Absichten und alles, das ist ja auch eine Stütze und ein... Genau. Wenn man das verlässt, fühlt man sich zunächst mal unsicher. Das ist richtig. Wie werte ich, was ich sehe und was ich... Das braucht also schon ein gewisses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ja. Wollen wir eine Pause machen? Heute ist das anders als die anderen Male. Wir werden also dann nochmal ein paar Verse machen, weil wenn wir das in 5-mal machen wollen oder 4-mal oder so, dann müsste ich ja jedes Mal ungefähr so 8 bis 10 Verse machen. Ne? Okay, es ist ziemlich viel Stoff, aber gleichzeitig es ist auch kompakt genug, sodass ihr nicht ewig da diese 37% der Praktiken der Bodhisattvas dazu besuchen wollt, und ihr könntet dann in 4-5 Abenden den ganzen Text einmal durchgehen. Ja, bis gleich.